Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cellshock Live. So, heute machen wir mal das nächste Level, 90 Degrees. Also 90 Grad. Wahrscheinlich eher der Winkel. Wenn das schon 90 Grad heißt, muss ich hier 90 Grad Winkel schießen. Was haben wir denn? Dead Weight. Glauben die, die haben 100 Leben, okay. Sinkhole, ich mach mal noch ein bisschen schwächer. Immer noch zu stark. Okay, wir fangen noch mal kurz von neu an. Jetzt haben wir keinen Sinkhole, doch haben wir immer noch. Oh, perfekt! 50 Damage. Sieht doch schon mal sehr gut aus. Er trifft uns nicht. Was ist denn das für ein Schuss? Kenn ich auch noch gar nicht. Static bringt ja auch nichts. Static wäre mal schön, weil dann würden wir gleich beide Damage bekommen. Was haben wir da noch rüber? Haben wir die Granate rüber? Eins weniger. Dürfte die da hinrollen, denke ich mal. Nein! Oh, verdammt. Das war jetzt nicht so gut. Aber vielleicht bringt er seinen eigenen Mate um. Okay. Zwei treffen mich, bin ich sogar drei. Der hat ihn getroffen. Der hat ihn gar nicht getroffen. Perfekt reingefahren, danke. Alter! Warum treffen die so gut? Alter, was ist los mit denen? Was haben wir jetzt hier raus? Ich möchte gerne 50 Damage machen, aber ich glaube, ich habe nichts, womit ich 50 Damage mache. Doch, der Stream macht 50 Damage, wenn man alles trifft. Perfekt. Also einer ist schon mal down. Was hat der jetzt hier raus? Eine Ehre. Okay. Gut, dass das nicht getroffen hat. Dann müssen wir jetzt anders schießen. 90 Degrees wäre ja auch so, nicht so. Das sind 45 Grad. Naja, das ist nicht so wichtig. ja, okay, wie schießen wir jetzt? Vor allem, was schießen wir jetzt? Schießen wir mal ein Deadweight. Ja, okay, wäre auf jeden Fall ein bisschen zu weit gewesen. Danke, Berg. Zweimal noch da und zweimal kürzer. Was schießen wir denn? Schießen wir mal Guppies. Sind wir tatsächlich zu kurz? Wieder ein Static. Nehmen wir es so nochmal. Schießen wir mal einen Stone drüber. Ah, verdammt. Noch ein bisschen. Okay. Oder du, warum stellen sie dich, die sich immer in meine Schussbahn rein? Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Eine Banane. Du musst ziemlich genau treffen. Tut sie auch. 45 Damage, das heißt, er hat noch 30 Leben. Machen wir eins kürzer und schießen. Oder wir schießen da hinten Flower, dann könnt ihr ihn schön treffen. Ah! Das hat weh getan. Schießen jetzt einfach. Oh, ich habe meine Position verändert. Na, schauen wir, wo wir hinkommen. Perfekt auf ihn. Und er ist down. So gefällt mir das. Schön. Hat beim ersten Versuch geschafft. So wie sich das gehört. 200 Damage. Natürlich bin ich der MVP. Doch sonst muss man irgendwie sein, wenn man das Level geschafft hat. Tank Upgrade. Vielleicht sollten wir tatsächlich jetzt mal irgendwo anders hin skillen, nicht nur immer nur in Crit. Schauen wir mal. Auf Faden wäre das eine, was ich halt dann aus so blöden Situationen raus befreien kann. Andere, also das hier wäre fahren. Ne, das hier wäre fahren.
Was hier bei Rüstung? Rüstung will ich aber eigentlich nicht haben, weil dann wirst du immer gefokust. Weil du der mit Rüstung bist. Und Luck bringt es auch nicht. Ich glaube, ich skill tatsächlich mal im Fahren rein. Ich will ein bisschen besser fahren können. Und wir machen einen Rainy Day. Kann ich mir schon vorstellen, was da wieder passiert. What? Rain? Hä? Kann ich da durchschießen? Nee. Hä? Ah! Okay, ich hab's verstanden. Oh, ich treff sogar verdammt gut. Einer lebt noch. Heißt, ich schieße ein bisschen weiter nach hinten. Auf dass ich ihn jetzt treffe. Nee, es geht immer noch zu weit. Deutlich weiter nach hinten. Ich glaube, ich noch zwei Schuss noch. Okay, ich habe hier wirklich mit den ersten Schüssen viel erledigt. So, jetzt aber. Es geht immer noch zu weit. Weit nach vorne muss ich da denn? Das habe ich auch noch verloren. Hey, ich hatte doch nur zwei Schuss. Fast hätten wir es gehabt. Nein, ich treffe mich selber. Vielleicht muss ich genau mich treffen. Zack, und zerstöre den Nächsten. Zack, und zerstöre den Nächsten. Nein, du zerstörst gar keinen mehr. Es ist durchgepackt. Natürlich ist nicht so gut. Okay, mein letzter Schuss. Könnte auch zu weit unten sein. Ja, ist er. Okay, okay, okay. Sehen wir mal so. Könnte wieder zu weit unten sein. Ein gleich geschossen und getroffen. Nur noch ein bisschen kürzer. Ich hoffe, dass ich hier jetzt mal treffe. Oh, das sieht gut aus. Okay, der ist tot. Aber jetzt habe ich nur noch ein Ding. Damit kann ich nicht mehr gewinnen. Das wird wohl nichts. So. So ist das, glaube ich, relativ optimal. Oh, ich treffe alle. Einer ist tot. Zweiter ist tot. Dritter leider nicht. Ich schieße aber gleich tatsächlich gleich nochmal so. Vielleicht ein bisschen ein stärker. Einer ist tot. Ah, der andere noch nicht ganz, aber der müsste jetzt auch tot sein. Hoffe ich zumindest. Das ist voll random, wie man die trifft. Ja, perfekt. Wieder ein Level geschafft. Aber echt coole Ideen so, wenn man überlegt. Oder den Bumper hier unten das Ding hin platzieren, ist echt coole Idee. Ich weiß gar nicht, dass wir überhaupt schon Rain freigeschaltet haben. Vielleicht haben wir es auch noch gar nicht freigeschaltet. Okay, Destroy. Ernsthaft, ich habe nur drei Sniper. Noch ein Tracer. Schön wär's. Leider nicht. Zack. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Zack. Okay, vielleicht doch. Habe ich den beim ersten geschossen? Es ist echt blöd, dass man da die andere aber nicht hat. Also erst treffe ich irgendwie immer. Oh, der hat beinahe den zweiten noch gekillt. Okay, die killt wahrscheinlich eher auch nicht. So. Okay, das ist ziemlich mittig. Jetzt muss ich nur noch den letzten erwischen. So. Ah, oh, perfekt, Alter. Das hat die jetzt nicht gedacht, dass es so schnell wird. Sie ist so schnell alle mit dem Sniper weg. Klatsche. So, jetzt. Zweite, dritte Versuch. Weiß gar nicht. Ja, yeah, Level up. Tank Upgrade. Und Static. Ja, wir haben Static freigeschaltet. Static ist echt eine gute Waffe. Also gefällt mir zumindest. Und eine neue Map geunlockt.
den Sniper kriegen wir jetzt gleich die Sub-Sniper, ist glaube ich die zweite. Firework haben wir doch auch noch nicht freigeschaltet, oder? Mit Double Damage, wir haben 5 Fireworks. Schauen wir mal. Ich habe natürlich sehr schön Mitte getroffen, aber das war anscheinend doch ganz in Ordnung. Hallo? Die schießen auch. Aber sie treffen nicht, also eine zumindest nicht. Oh, 4 Damage kassiert. Ja, ich habe sowieso eine Feuerwerk. Mal gerade schauen, was ich noch so hab. Oh. Zumindest der eine ist tot. Aber dann muss ich dann doch noch mal ein Stück kürzer machen. Ne, der trifft mich nicht. Double Zipper. Zipper. Zip, 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 zip. Das ist jetzt auch zu kurz. Ich würde mal hoffen, dass ich durch den Double Damage durchgehe. Aber den treffe ich wieder nicht. Doch, ich treffe ihn. Okay. Er ist auch fertig. Das war jetzt ein einfaches Level. Schaffen wir, rennen hier gerade echt durch. 23 Damage gemacht. Wir haben uns Firework gelevelt, das wir eigentlich noch gar nicht freigeschaltet haben, glaube ich. Okay, wir müssen uns selbst töten. So wie es aussieht. Wow, das ist ja jetzt voll schwierig hier. Oder dürfen wir uns nicht selbst töten? Ah, wir dürfen uns nicht selbst töten. Okay, das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Müssen wir hier irgendwie so dagegen schießen? So nicht. Ach, wir haben mehrere Schüsse. Okay. Nee, haben wir nicht. Ah, wieder selbst getroffen. Verdammt. Wegfahren? Nee, kann ich nicht. Das wäre es jetzt gewesen, einfach wegfahren. Passt schon. Kein Problem. Hä? Ja, super. Jetzt hatte ich hier auf einmal Horizon. Kann ich hier... Oh. Ein Breaker wäre vielleicht gar nicht schlecht. Warum habe ich das nicht gleich gesehen? Wenn ich das gleich gesehen hätte, wäre das viel einfacher gewesen. Also es war jetzt viel einfacher. Aber naja. Eins glaube ich schaffen wir noch. Dingo at your babe oder was? Baby. Okay, mit Boomerang habe ich noch nie geschossen. Schauen wir mal, wie der fliegt. Das war schon mal nicht richtig. Noch ein bisschen schräger als 45 Grad. Ah, das sollte jetzt auch machbar sein hier. Nee, das ist zu schräg. Könnte aber weiter schießen. Sowieso 2 Schüsse habe ich. War ich nicht gerade bei 45 Grad? Oh, ganz knapp drüber. Okay, 45 Grad schießen. Also wenn ihr das spielt, einfach 45 Grad schießen. Und schon ist er tot. Schaffen wir noch eins? Eins schaffen wir noch. Zumindest testen wir eins noch an. Oh, fast noch ein neues Level erreicht. Eins testen wir noch an. Thinking with Portals. Mal was anderes. Kann ich fahren? Genauso war das geplant. Schieße ich erstmal einen Breaker rein. Ja,
Oh, die Zielscheiben habe ich hier ganz übersehen. Schaut. Oh, der geht viel zu weit. Deutlich weniger Power. Das könnte jetzt zu wenig Power sein. Oder perfekt treffen. Super. Jetzt haben wir verloren. Weil wir oben das Ziel nicht mehr bekommen. Okay, das war jetzt ein bisschen blöd. Testen wir aber einfach nochmal. Jetzt mal wieder vorfahren. Ich wollte noch gar nicht schießen. Ich wollte eigentlich nur meine Waffen auswählen. Okay, das machen wir nochmal. Das war nicht richtig. Das war ein Versehen. Ryzen, du triffst. Oh, du triffst nicht. Verdammt, ich sollte vielleicht doch erst die Shots benutzen. Aber dann muss ich zweimal schießen. Das ist also ein bisschen das Problem. Wie viel Leben haben die denn? 20. Reicht ein Breaker. Triff. Ja, reicht ein Breaker. Okay, jetzt versuche ich mit dem Shot mal da oben hinzukommen. Perfekt. So, und jetzt muss ich eigentlich nur hier gerade reinschießen. Relativ schwach. Ich weiß nicht, mich selbst zerstören. Genau so. Und jetzt, wenn ich den Splitter da reinjag, dann drücke ich nicht, oder? Weil sich der natürlich aufteilt. Ja, das war ihm ein bisschen blöd. Also den Horizon hebe ich mir auf für den Schluss. Erstmal so, dann dürften wir das Teil da treffen. Ah, das war kein Versuch. Das muss sich jemand versehen haben. Alter. Kann ich jetzt bitte mal treffen? Ja, jetzt aber. So, das haben wir schon mal. Machen wir weiter nach vorne. So, und dann schießen wir mal so. Okay, das ist viel zu weit. Bei mit dem Splitter. Ein bisschen schwächer mach. Also mit dem Breaker hätte ich da vielleicht sogar treffen. Verdammt, das war blöd. Okay. Dann müssen wir fast den Splitter machen. Ich hoffe, dass sich der... Warum hat sich der jetzt sofort aufge... Dein Ernst? Alter! Das war ja nahezu perfekt. Jetzt muss ich mit den Shotter durchtreffen. Muss oben das Teil treffen. Nein! Das war nur mein letzter Shot. Jetzt, wenn ich so ein bisschen schräg schieße. Ziemlich runter, ein bisschen schräg. Dass ich ungefähr das Ding mitnehme. Aber nicht so viel schräg. So könnte es vielleicht noch funktionieren, dass du jetzt beim Runterfliegen das Teil mitnimmt und dann ganz knapp am Portal vorbei. Das war zu weit am Portal vorbei. Dann hätte ich den vielleicht noch treffen können. Wird doch wieder eine lange Folge. Jetzt versuche ich es noch einmal, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann muss ich tatsächlich hier die Folge beenden. So muss ich nicht, aber werde ich. Perfekt, der ist schon mal durch. Schauen wir mal. Bisschen kürzer, müsste ich mit dem Breaker treffen. So in etwa. Perfekt. So, jetzt können wir hier wieder durchfahren. Hier so ein bisschen schräg schießen. Oh, hast nicht getroffen. Aber ich habe noch getroffen. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur wieder gerade hochschießen.
Aber nicht allzu stark. Such mal den Splitter. Das war ein geiles Portal-Shot. Es war zwar Glück, aber es war ein geiler Portal-Shot und wir haben es geschafft. So, schauen wir noch, was wir bekommen. Auf jeden Fall bekommen wir noch ein Level. Das skillen wir dann nachher noch schnell. Boah, ist das schon wieder eine Hitze hier. Ist der Wahnsinn. Also zur Zeit, das ist echt verrückt, wie heiß das ist. So, Mulhole haben wir bekommen. Ich glaube, war nicht so eine gute Waffe. Was ich so weiß. Splitter und Breaker geskillt. So, dann schauen wir noch schnell rein. Wir haben sogar zwei Upgrades. Okay. Ich würde fast sagen, dass wir einmal da lang gehen, einmal da lang gehen. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ein Abo. Und wie gesagt, wie in jedem Video hier, empfehlt mich gerne weiter. Teilt das Video. Das hilft mir auf jeden Fall, mehr Reichweite zu bekommen, damit dann eben auch den Kanal zu supporten. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und vielen Dank. Bis dahin, ciao.